So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz bei der FDP zur Präsentation unseres Steuerkonzeptsentwurfs vor unserem Bundesparteitag mit Professor Dr. Andreas Pinkmann, dem stellvertretenden Parteivorsitzenden, und dem Finanzexperten Bundestagsvizepräsidenten Hermann Otto Solms. Die beiden haben das Wort. Bitte haben Sie Verständnis, wir sind hier schon in den Kulissen unseres Symposiums. Das sieht also, wie Ihnen schon aufgefallen ist, nicht jeden Tag bei uns so aus, aber heute. Dann 13 Uhr beginnt dann das Symposium. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beginnt. Herr Solms? Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben ausgemacht, dass ich beginne, aber das hat nichts mit der Rangordnung zu tun, sondern auch nicht mit dem Gewicht, sondern nur mit unserer Vereinbarung. Andreas Pinkwart und ich, wir arbeiten schon seit nahezu 20 Jahren, ja, 20 Jahren sehr eng zusammen. Und haben auch dieses Papier wie frühere Papiere häufig gemeinsam erarbeitet und zur Verabschiedung gestellt. Ich erinnere an den Parteitag in München vor 2 Jahren, in dem wir schon einmal den Blick gerichtet haben auf das Verhältnis, das finanzielle Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Nicht nur der Bürger als Steuerzahler, sondern der Bürger auch als Transferempfänger. Weil wir glauben, es ist wichtig, immer sich zu konzentrieren auf die Sicht des Bürgers. Welches Gefühl, welchen Eindruck hat der Bürger? Wie geht der Staat mit ihm um? Behandelt er ihn wie früher als Untertan, als Steuerpflichtigen bis heute? Oder behandelt er ihn als Souverän, der ja in der Demokratie diese Rolle spielt und der dem Staat und seinen Verwaltungen Aufträge erteilt, die der Staat dann als Dienstleister durchzuführen hat. Und deswegen haben wir diese Gesamtsicht so gestellt auf dem Parteitag in München und deswegen einen Gesamtantrag zur Einführung des Bürgergeldes und zur Reform des Steuersystems eingebracht. Das war die Grundlage für das Wahlprogramm. Und ich habe in allen Wahlveranstaltungen, das waren über 200, immer gesagt, diese Ziele, die wir hier verfolgen, ein völlig neu gestaltetes, drastisch vereinfachtes Steuersystem und der Übergang zum Bürgergeld in der Idealform, sind Ziele, die nicht in einem Schritt oder auf einen Schlag realisiert werden können, sondern in Einzelschritten in längerer Zeit umgesetzt werden müssen. Und deswegen, wer meinen Wahlveranstaltungen beigewohnt hat, zufälligerweise, kann nicht überrascht sein, dass wir dann in den Koalitionsverhandlungen dieses konzentriert haben auf das, was in dieser Legislaturperiode gemacht werden kann. Wir sind ja auch nicht blind und realitätsfern. Wir wissen auch, in welch schwieriger Situation die öffentlichen Haushalte sind und wie stark die Finanzkrise und die Wirtschaftskrise Einfluss genommen hat, auf diese Situation und auf die Möglichkeiten. So, das, was wir heute vorlegen, ist die Konkretisierung dessen, was wir im Rahmen des Koalitionsvertrages jetzt für machbar, aber auch für notwendig erachten. Wir gehen in keiner Weise von unseren Vorstellungen ab. Wir konzentrieren das nur auf das in dieser Legislaturperiode realistisch Machbare, aber auch anspruchsvoll. Wir machen auch anspruchsvolle Vorschläge. Und in diesem Sinne wollen wir den Koalitionsvertrag mit Leben erfüllen und werden diesen Antrag auf dem Bundesparteitag am 24. April in Köln zur Abstimmung der Partei stellen und haben dann eine Basis, auf der wir die Verhandlungen mit dem Koalitionspartner weiterführen können. Der Antrag setzt sich zusammen aus 3 Teilen, nämlich der Teil Steuerreform, Steuerstrukturreform, Reform der Steuerverwaltung, Reform des Steuerverfahrens. Zweitens die Neuregelung des Grundeinkommens, SGB II, hin in Richtung Bürgergeld. Und dabei geht es eben auch um die Anreize zu verstärken, dass Arbeit aufgenommen wird und aufgenommen werden kann, den Arbeitsmarkt zu liberalisieren und Hartz IV insgesamt effizienter zu gestalten. Und schließlich 3. Komplex, Haushaltskonsolidierung.
Wir machen umfangreiche Vorschläge, wie dieses auch haushaltspolitisch verantwortungsvoll gestaltet werden kann. Sie sehen aus der Vielzahl der Vorschläge, dass da enormer Handlungsbedarf und Verhandlungsmöglichkeiten bestehen. Aber im Detail müssen wir uns natürlich mit dem Koalitionspartner auf die Einzelheiten dann verständigen. Andreas Pinkwart wird nachher auch beispielsweise vorzeigen, dass das notwendige Volumen damit auch leicht erreicht werden kann, wenn man entschlossen ist, das auch wahrzunehmen. Ich will, lassen Sie mich noch ein paar Dinge zum Steuerthema Nummer 1 sagen. Im Vordergrund steht jetzt erst einmal eine umfangreiche Vereinfachung des Steuerrechts. Es gibt ja kein komplizierteres und unverständlicheres Steuerrecht als das deutsche. Wir haben nun viele Vorschläge gemacht zur Vereinfachung der Steuerstruktur, zur Vereinfachung der Besteuerungsverfahren. Und da ist ein großer Handlungsbedarf. Wir wollen beispielsweise, dass in den Massenfällen, wo die Finanzämter die Einkünfte der Bürger, insbesondere bei den Arbeitnehmern, kennt, dass da eine Steuerveranlagung überhaupt nicht mehr notwendig ist, sondern dass das Finanzamt in Kenntnis dieser Zahlen dem Bürger schon die ausgefüllte Steuererklärung mailt und der Bürger sie bestätigt und zurückschickt mit einem Klick und dann ist die Sache erledigt. Das kann in einem Fall von vielen, vielen Millionen, von über 20 Millionen Fällen durchaus so realisiert werden. Das machen die Dänen und die Schweden. Und das müsste ja in Deutschland auch möglich sein. Das wäre eine drastische Vereinfachung der Besteuerungsverfahren. Wir machen auch umfangreiche Vorschläge zur Vereinfachung des Steuerrechts für die Unternehmen durch eine grundsätzliche Strukturreform der Unternehmensbesteuerung. Wollen wir erreichen, dass wir eine moderne, europataugliche Gruppenbesteuerung bekommen, wie sie Österreich vorgeführt hat. Wir wollen insbesondere dafür Sorge tragen, dass wir eine zeitnahe Betriebsprüfung bekommen. Der Kollege Thiele hat ja hier einen Kongress abgehalten um die Jahreswechsel. Der zeigt, dass das machbar ist. In Niedersachsen wird das ja schon praktiziert, sodass nach einem Jahr die ganze Sache abgeschlossen werden kann und die Unternehmen nicht die ganzen Dinge weiter vor sich hertragen müssen und gewärtig sein müssen, dass nach 5, 6 Jahren die Steuererklärung wieder aufgemacht wird und alles wieder von vorne beginnen muss. Wir wollen eine optional transparente GmbH einführen, was dazu führen würde, dass die Besteuerung deutlich vereinfacht wird, insbesondere eine GmbH und Co. KG nicht mehr notwendig ist, dass die verdeckte Gewinnausschüttung keine Rolle mehr spielt, die heute bei jeder Betriebsprüfung zu Streitigkeiten führt. Ich will Ihnen nur einige Beispiele nennen, umfangreiche Beispiele zur Steuervereinfachung, wo ein riesiger Handlungsbedarf besteht. Das zweite ist der Tarif, das ist das, worüber Sie alle laufend schreiben. Es wird ja jetzt geschrieben, die FDP wäre umgefallen, weil sie jetzt einen 5-Stufen-Tarif machen würde und nur noch 16 Milliarden Entlastung fordern würde. Das steht alles seit der Verabschiedung des Koalitionsvertrages fest. Schon während der Verhandlung im Koalitionsvertrag haben wir als Beispiel einen 5-Stufen-Tarif vorgeführt, mit dem man das machen könnte. Und während der Verhandlungen haben wir auch gesagt, das Gesamtentlastungsvolumen ist 24 Milliarden. Das, was im Wachstumsbeschleunigungsgesetz zum 1.1. schon in Kraft getreten ist, waren rund 8 Milliarden, bleibt ein Senkungsvolumen von 16 Milliarden. Kann jeder selber ausrechnen und nachrechnen, ist ja nicht so schwierig. Und das genau setzen wir jetzt um. 16 Milliarden. Wir haben als Beispiel in dem Papier einen Tarif abgebildet. Sie müssen bei der Grafik darauf achten, dass die 5. Stufe da nicht drauf ist, weil die setzt erst bei 250.000 Euro ein. Das würde die Grafik verzerren. Wichtig ist, der würde etwa rund 16 Milliarden, vielleicht 16,5 Milliarden Ausfall bedeuten oder Steuerentlastung bedeuten. Wenn die Stufen die alte Grenzsteuerkurve an zwei Ecken etwas übersteigt,
heißt das nicht, dass die Leute dort mehr Steuern bezahlen müssten als heute, sondern Sie sehen an der Durchschnittssteuerkurve, die darunter liegt, die gebogenen Kurven, dass bei der neuen Kurve die Belastung immer unterhalb der alten Kurve liegt, in jeder Einkommensphase. Wir begrenzen die Steuerentlastung, und das ist mir auch ganz wichtig, auf den Bereich der kleinen mittleren Einkommen. Das heißt zwischen 8.000 Euro Grundfreibetrag und 53.000 Eintritt des Spitzensteuersatzes 42%. Und nur dort findet die Entlastung statt. Das heißt, auch höher Verdienende haben keine zusätzliche Entlastung für ihr höheres Einkommen, sondern nur in dem Bereich, den ich eben genannt habe, zwischen 8.000 und 53.000 Euro findet die Entlastung statt. Das ist mir auch deshalb so wichtig, weil ja das immer zu großen politischen Streit führt. Und wenn Sie in die Wahlprogramme von SPD und CDU/CSU gucken, steht genau dezidiert, ich habe das hier dabei, wenn Sie es nachlesen wollen, drin, dass Sie genau das selber auch wollen. Die kleinen, mittleren Einkommensbezieher, die SPD schreibt sogar den exakten Betrag von 52.800 irgendwas Euro bis dorthin. So ist das heute. Wir haben das jetzt gerundet auf 53.000. Bis da soll die Steuerentlastung stattfinden. Und genau ist die Entlastung bei uns so ausgewählt, dass genau dieses stattfindet. Also der Stufentarif erfüllt alle genannten Bedingungen. Er flacht den sogenannten Mittelstandsbauch ab. Er mildert die kalte Progression. Er entlastet nur Einkommensteile bis zu einem Jahreseinkommen von 53.000 Euro. Er ist hinreichend einfach und verständlich. Jeder kann sich seine Steuerbelastung selbst ausrechnen. Und er bewirkt ein Entlastungsvolumen von rund 16 Milliarden. Und das war die Aufgabe, die zu erfüllen war, und die haben wir damit erfüllt. Wir sagen zum Inkrafttreten auch nur das, was wir während der Koalitionsverhandlungen gesagt haben. Inkraftsetzung 2012 spätestens. Warum? Weil das Ziel ist, dass die Entlastungswirkung noch voll in dieser Legislaturperiode eintritt. Das ist das politische Ziel. Die Entlastungswirkung eintritt. Man kann die Entlastung auch staffeln über 2 Jahre. Entscheidend ist für uns, dass die Entlastungswirkung noch in dieser Legislaturperiode voll eintritt. So, dazu kommt ein Abschnitt Gemeindefinanzreform an Steuern. Wir wollen nicht, weil auch das jetzt im Wahlkampf eine Rolle spielt, die Gemeinden schwächen. Wir wollen die Gemeindefinanzen stärken durch eine Gemeindefinanzreform, und zwar nachhaltig stärken, indem wir die Gemeinden auf eine stabile Finanzgrundlage setzen, die nicht so zyklisch sich auswirkt wie heute die Gewerbesteuer und dann in schwierigen Zeiten teilweise ganz ausfällt, sondern die Gemeinden müssen planbare Einnahmen haben. Und wir wollen auch mit einigen Gegenfinanzierungsmaßnahmen dafür sorgen, dass durch diese Steuerentlastung die Gemeinden nicht betroffen werden. Das ist alles machbar und erreichbar. Also wir fordern die Gemeindevertreter und Verbände auf, sich an diesen Reformbemühungen zu beteiligen. Dafür hat ja Herr Schäuble und die Bundesregierung eine Kommission eingesetzt, die zusammengesetzt ist aus Bund, Länder und Gemeindevertretern. Und ich hoffe, dass die zu vernünftigen, zukunftsträchtigen Ergebnissen kommt. Das ist der Teil Steuern. Die Einzelheiten können Sie nachlesen. Im Finanzierungsteil kommt das natürlich auch, steuerliche Subventionen wieder vor, die wir weiter einengen wollen und abbauen wollen, wie andere Subventionen auch und andere Tatbestände. Aber dazu wird Andreas Binkwart im Detail mehr sagen. Ich bedanke mich bei ihm für die gute Zusammenarbeit, wie immer, exzellente Zusammenarbeit. Und man sieht, man kann auch zwischen Bund und Ländern gut verhandeln, wenn man sich gut versteht und weiß, was man will. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.